Nach langer Zeit ist es mal wieder soweit. Tippsvideo an der Stelle. Erster Spieltag der neuen Fußball-Bundesliga 23/24. Die Saison beginnt mit Werder Bremen gegen Bayern München. Werder Bremen hat seit 2014 nicht mehr den Auftakt gewonnen. Halt das erste Spiel. Bayern München durfte sich jetzt schon im Supercup blamieren mit einem 3-0 gegen Leipzig. Das war wenig, zu wenig von Bayern, auch wenn sie das Spiel fast dominiert haben komplett. Auf jeden Fall das Spiel Bayern gegen München, genau. Bremen gegen München ist auch auf jeden Fall im freien TV verfügbar. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Vielleicht schaut man auch mal vorbei. Auf jeden Fall sage ich dir mal, dass Bayern zwar gewinnen wird, auch wenn es vielleicht nicht überragend ist. Es wird aber auf jeden Fall reichen. Ich sage mindestens so, mit einem 2-0 wird für Bayern auf jeden Fall am Start sein. Bei Leverkusen gegen Leipzig direkt ein Topspiel. Leipzig musste ja schon nicht unter der Woche, aber letzte Woche schon spielen. Deswegen kann ich mir besser vorstellen, dass sie einen besseren Spielfluss haben als Leverkusen, die nur gegen Ottersen gespielt haben. Also mal im Ernst, das sollten die schon schaffen. Aber ja, Leverkusen muss auf jeden Fall gegen Leipzig. Leipzig hat ja gegen Bayern gewonnen und Leverkusen hat halt gegen Ottersen gewonnen. Also ist Leipzig da ein bisschen besser drauf. Ich sag mal, es wird nur entschieden von einem 1-1, aber mit einem guten Kracher geht es in die Saison für die beiden los. Hoffenheim gegen Freiburg. Hoffenheim, oh, hat sich gut verstärkt. Freiburg hat kaum Spieler verloren, hat sich auch eigentlich solide Verein weiterhin. Ich sag mal, hier wird das Freiburg mit 1-0 gewinnen. Augsburg gegen Gladbach. Ja, Augsburg, ja. Irgendwie nicht so gut, finde ich. Und Gladbach hat ja eine komplett neue Mannschaft, die sich eigentlich ganz gut schlägt. Haben auch gut gegen ihren Fünftligisten da im DFB-Pokal gewonnen. Augsburg hat es natürlich mal wieder geschafft, rauszufliegen gegen fucking Unterhaching. Deswegen sage ich mal, Gladbach gewinnt die 3-1, auch mit der Mannschaft, die komplett neu ist. Wolfsburg hat sich eine super Mannschaft gemacht. Gegen Heidenheim erstes Spiel sollte eigentlich super losgehen, super, super Start werden. Wolfsburg hat auch ihr DFB-Pokalspiel gewonnen. Heidenheim hat es auch gewonnen, aber muss auch noch gegen den Fünftligisten ran. Ich sag mal, das wird ein knackiges 3-1 für Wolfsburg. Ich glaube aber, die Zuschauerzahlen werden auf jeden Fall bei dem Spiel nicht vorhanden sein. Stuttgart gegen Bochum, ja, Stuttgart jetzt gestern Endo verloren. Das wird schon schwierig, den zu ersetzen. Auf jeden Fall spielen beide gegen Abstieg, 100%. Aber das wird hier Stuttgart trotz alledem irgendwie machen mit einem 1-0, mindestens mit einem Torabstand zu Bochum. Bochum gegen Köln, Bochum gegen Köln, genau. Dortmund gegen Köln. Ja, auf jeden Fall ein Freundschaftsspiel kann man an der Stelle sagen. Nein, Spaß, aber es geht für beide los. Köln, mit Schiri-Abgang. Tut weh, man hat sich schwer getan gegen Osnabrück. Dortmund hat sich eigentlich ganz leicht getan. Den Schott Mainz. Ich sag mal, Dortmund gewinnt das hier mit 4 zu 2. Das wird ein torreiches Spiel. Bruder, ey. Ja, die haben sich richtig schwer getan gegen Elversberg. Gerade mal so 1-0 gewonnen, aber Union Berlin, was haben die sich für eine Mannschaft gebaut? Gosens, Volland. Bruder, angeblich soll noch Bonucci hingehen. Oder wenn das passiert, Karrieremodus hat Union auf jeden Fall schon mal mitgemacht. Aaronson geholt, Fofana geholt, Toussaint geholt, Krall geholt, Bro. Die müssen gewinnen. Die müssen das Spiel gegen Mainz gewinnen. Auch wenn Mainz eine super Mannschaft hat, aber die gewinnen mit 2 zu 1. Ich bin gespannt, wie die in der Champions League sind. Ich bin generell gespannt, wie sie abschneiden. Die sind auf jeden Fall nicht ungefährlich. Die sind konkurrenzfähig für Champions League-Plätze oder Europa League zumindest. Und Frankfurt gegen während Darmstadt aus dem DFB-Pokal rausgeflogen ist gegen Homburg. Ja, ich sag mal, das Spiel wird Frankfurt hier mit 4-1 gewinnen. Wird ein Klatschenspiel für die Darmstädter. Ich glaube auch, die werden als Letzte absteigen sogar. Ich glaube sogar, der ist Heidenheim deutlich besser aufgestellt, weil Darmstadt hat sich echt nicht in den letzten Spielen so gut verkauft. Naja, auf jeden Fall bin ich mal gespannt, wie die Saison ist. Das waren jetzt die ersten Tipps. Man kann das echt relativ schwach nicht so gut tippen, weil ich finde halt, man hat zu wenig Eindrücke. Die meisten Freundschaftsspiele sind eh gegen schlechtere Vereine. Und DFB-Pokalspiele kann man eh meistens nicht ernst nehmen. Außer wenn man jetzt gegen so ein Elversberg gegen Mainz, da kann man sagen, okay, die haben sich schwer getan, das weiß man. Zweitligist, kann man sagen, okay, ist jetzt nicht so gut gewesen. Aber Bayern gegen Leipzig, das war echt nicht stark. Aber es wird Bayern auf jeden Fall gewinnen hier gegen Bremen. Vielleicht schaue ich auch mal vorbei. Ist ja im freien TV verfügbar.